herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich muss gucken, wie viel Eier wir haben. Die ist voll. Haben wir hier nicht irgendwo einen Lichtschalter? Ist doch viel angenehmer. Nochmal einpacken. Kommst du mit? So, also. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moment. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Weil hier sind es ja eigentlich 3. Also 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. So. Kann man Taschenrechner zücken. 29. mal 0,15. Oh, ich habe mich verrechnet. Es sind nur 4000. 4350. Ja, ein Blaubeer. Jo, Folger, ja. Ich habe mich leicht verrechnet. Okay. Es sind nur 4350. 4350? Mhm. Okay. Mal 3 macht 13.000 glatt. Okay. 1350. Ja, dann würde ich noch warten, bis da noch so ein paar Eier gekommen sind. Kann aber auch sein, dass der Preis bis dahin gestiegen ist. Ja, das Risiko gehe ich ein. Okay. Gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dir. Bitte, ciao. Ciao. Ja, also. Tja. Gut. Dann wartet er halt. Aber vielleicht fällt der Preis auch. So, ich muss jetzt mal auf jeden Fall bei der Karton, bei der Holzkohleproduktion nochmal nachfüllen. Müssen wir auf jeden Fall nachfüllen und dann ja, ist halt die Frage. Steht hier wieder so eine doofe Plattform rum, ey.
Da haben wir auch noch Holzkohle. Gut. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, dann würde ich sagen, schwingen wir uns hier in die Hängematte und schratzen wir mal eine Runde. Dann warte mal, achso, ne, um 9. Käffchen ab hier. Oh ja. Gleich noch mal was rein. Oh. So früh und schon wieder arbeiten, ey. Durch. Komm. Jetzt. So, warte mal, jetzt könnte man gerade mal gucken im Tablet, was die Kartonproduktion abgeworfen hat heute Nacht. So, warte mal. Karton gibt ja viel mehr. Karton kommt ja viel mehr raus. Das sind ja 8000 Liter und nicht 4000 Liter. Das müssen wir nachher beachten bei der Preisverhandlung nochmal. Weil das ist ja natürlich, verschenke ich ja ziemlich viel. Die Holzscheite, die haben wir übrigens auch, die müssen wir auch mal befüllen. Das könnten wir jetzt schnell machen. Hallo. Da haben wir, glaube ich. Oh ne, da ist gar kein Holz mehr da. Thank you.
Ja, das altbekannte Problem, aber es hat sogar funktioniert. Jo, Volker hier, hi. Jo, Diesel hier, hey. Und? 48.440 Liter Mohn sind runtergekommen. Ja, hast du das bei dir in Silo oder bei mir? Bei dir. Oh Mist, das war zu schnell. Okay. Ich hole jetzt noch eben schnell deinen Dieselhänger vom Feld weg. Jo, 48.000. Du hattest auch noch Mohn, gell? Ja, ich habe noch, warte, ich guck mal im Tablet. Ich habe noch 37.157 Liter im Silo noch. Preis ist gerade bei 630. Ist das gut oder schlecht? Also ich habe vorhin eine Fuhre für über 700 weggebracht. Okay, nee, dann warten wir noch. Okay. Drescher ist auch gewaschen und steht in der Halle. Gut. Guckst du mal, dass du deine Fahrzeuge, wie wir besprochen hatten, verkaufst? Kann ich gleich machen. Also Drescher. Drescher, Schneidwerk und Düngestreuer war es, glaube ich, gell? Düngestreuer und Sämaschine, glaube ich, war es. Ja, Sämaschine. Okay. Moment, besetzt. Dann. Ja, kannst ja mal gucken, der Lukas Müller hat meine Sachen einfach unentgeltlich abgeholt. Ja, das habe ich vorhin auch gesehen, der hatte deinen JD und dein Auto hinten drauf. Genau. Also wie gesagt, kannst du ja mal probieren. Ja, ich kann es ja auch nachher zur Not selber noch mit dem Tieflader wegfahren. Ach stimmt, du hast ja einen. Jo. Ja. Gut, passt. So, dann Anhänger habe ich jetzt auch jetzt gleich hinten dran und dann stelle ich den hinterm Haus und dann fahre ich auch zum alten Bauhof. Ja, ich habe noch... Oh nee. Stimmt, muss mich auch beeilen. Ja, ich mache gerade noch eine Palette rein und dann fahre ich auch los. Okay. Wo bist denn du? Ich bin bei dir am Feld mit deinem Dieselhänger hinten dran. Ja, und dann fährst du zum Hof? Zum Bauhof? Nee, zu mir. Ja. Gut, dann komme ich da gleich hin, dann fahren wir zusammen. Okay. Gerade nach hier. Ja. Gut, bis gleich. Jo. Tschö. Ciao. So. Och nee, was ist denn da los? Achso, warte mal, was wollte der? 4.500, gell? Ach so. Jo. Volker? Ja. Setzen wir kurz 10 Stück auf? Na kurz, gucken wir mal. Ah, danke. Was wolltest du nochmal? 4.500, gell? Ja. Wir müssen aber gleich los, gell? Ja, ja. Ist es um 9? Telefonier mal kurz. Ja. Ja. Kommst du? Ja. Kommst du zum Sägewerk und holst mich da ab? Ich muss gerade noch ein paar Paletten verladen. Kann ich machen. Gut, danke. Tschö. Bitte, ciao. Spioniert denn der hier rum?
Er sagt jetzt bestimmt dem Blaubeeren Bescheid, dass hier alles läuft und gar keinen Engpass gibt. Bestimmt. Sechs. Dann fährt er nicht rückwärts. Jetzt. Eieiei, den muss ich aber noch ein bisschen schulen, denn der hätte doch hier schon was machen können. Zeit passt. Hallöle. Hi. Hatte gerade noch ein kleines Telefonat mit dem Neumann. Ich habe den gerade den Termin für die Sachen verkaufen festgelegt. Jo. Der Rübenroder ist schon da, also der Zwiebelroder. Ja, das ist super. Kann man dann nach Weihnachten anfangen. Ich kann sagen, wollen wir... Kannst du gerade die ersten drei Spanngurte mal neu festmachen? So, sind fest. So. Ich hoffe, ich parke da gut und nicht mitten im Weg. Ja, passt schon.
Ich habe es auch endlich geschafft, einen Drehschimmel rückwärts einzuparken. Glückwunsch. Hat zwar vier Anläufe gemacht. Lager mal gerade noch mal ein paar aus. So, wegen den Kartons müssen wir nochmal gucken. Was? Weil die Mitarbeiter haben zu viel draufgepackt. Das sind jetzt 8.000 anstatt 4.000. Bei was? Bei den Kartons. Für den Neumann. Das sind doch die für euch. Nein, das sind die für Neumann. 10 Kartons und 10 Paletten. Die 10 Kartons habe ich schon oben abgeholt. Hm. Und das hier sind die 10 Paletten noch. Ah, okay. Gut, dann passt. Erstmal. Danke, ciao. Ah, ja, ja. Tschüss. So. Gut, was sagt die Uhr? Ja, wir sollten uns auf den Weg machen. Guck, dass ich schon mal gedreht krieg. Jo. Moment. Andere Seite. Wollte gerade sagen, am Computer kannst du nicht sitzen. Gut, ab dir, Luzi. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.